Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 9 auf Stufe 10 zu kommen, müssen wir 80 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden und das 5-mal, 30 Gegner ohne zu sterben töten und 8 Gegner mit einer MP ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Ja, das ist ein bisschen Grind, aber das kriegen wir hin, gar kein Thema. So, wir sind hier immer noch an diesem, ja, Murmur-Standort. Haben wir denn, ja, wir haben noch 2. Ich hätte gern noch 3. Ich habe jetzt ausnahmsweise, das ist hier eine neue Aufnahmesession, habe ich mal mich nicht mehr neu ausgerüstet in Erewhon oder so, sondern bin halt einfach direkt reingehüpft und habe direkt gestartet, weil wir hier gerade an so einem tollen Punkt sind für einmal 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Allerdings haben wir halt nur noch 2-mal Simultanschussdrohnen. Okay. Das war schon mal nix. Na gut. Ja, komm doch mal näher, ohne darum zu tanzen. Komm. Gut. Ich meine, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch können direkt einfach in Erewhon starten, aber ich habe leider nicht aufgepasst, wie viele Simultanschussdrohnen ich habe. So, aber immerhin haben wir schon mal 2 Gegner mit einer Feuerwaffe. Die anderen 78 kriegen wir auch noch. Da unten ist die Behemoth. Da unten gibt's ein Dingens. Gibt es zufällig einen Biwak? Nee. Da gibt es noch ein paar Daten da, die brauche ich jetzt aber nicht. Da unten gibt es ein Wolflager und rundherum gibt es auch noch ein paar Gegner. Und auch hier auf diesen Flächen hier sind immer ein paar Gegner zu finden, normalerweise. Hier haben wir schon die ersten 3 Freiwilligen. Und das wären dann auch schon 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Vorausgesetzt, ich stelle mich nicht ganz so blöd an. Oh, die drehen gleich um. Du könntest dir eine eigene Insel kaufen. Ich möchte nicht tauschen. So, das war das erste. So, da haben wir einmal 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Wie viele Gegner haben wir hier? Vielleicht 2. Eine hier vorne und einen da hinten dran vielleicht. Da kommt ein Auto mit einem. So, Dalle. Wir haben links und rechts vom Lager haben wir ein paar Sentinel-Trüppchen, die da rumpatrouillieren. Die einen hier und die anderen da drüben. Jeweils bei diesen, ja, bei diesen Baggern. Da müssten es eigentlich auch 3 sein. Allerdings sind die, glaube ich, so weit auseinander, dass ich die nicht einfach so krieg. Naja, schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja doch. Und wenn nicht, haben wir immer noch die 80 Gegner, die wir töten sollen. Da auf das Konto kann man auch gern immer was einzahlen. Jetzt keiner mehr da. Toll. Was sind die anderen denn? Da. Was? Ah, das war ja nix. War da noch einer da? Guten Tag, der Herr. Haben wir da einen Scharfschützen drin? Jo, da war ein Scharfschütze drin. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber... Eieiei. Die wissen Bescheid.
Da unten gibt es, glaube ich, auch noch, ja. Aber nur wenige. Ja, zur Not ziehen wir weiter zum Biber. Und gehen woanders hin. Acht Gegner mit einer IP ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Ah, gut, das hätte ich jetzt auch machen können. Oh, das sind ein paar. Oh, Magazin leer, verdammt. Ich glaube, das kriege ich mit der MP nicht gut hin. Da muss ich wohl die MP wechseln. Oder gegen Sentinel kämpfen. Anstatt gegen Wolves. Na toll, und ein Funker, natürlich. Sucht nach Zielen. Ich bin mit der Vector, mit dem Bullet Drop der Vector einfach überfordert. Oh wei. Ziel doch! Ah, es ist ja noch ein bisschen runtergekommen. Ah, dann warten wir mal, vielleicht drehen die ab. Wenn sie nicht abdrehen, ist das Wiederbeleben mit der Drohne sinnlos. Ja. Das sind drei Gegner, die in unsere Richtung gucken, da macht das keinen Sinn. Ui, der Stuhl quietscht. Wird mal langsam Zeit für einen neuen, aber hey, wer hat schon das Geld? So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? So, es muss mit einer MP sein, ne? Ja. Dann machen wir das jetzt. Stell mal auf Einzelfeuer. Wie viele Kugeln hat diese MP eigentlich? 30, okay. Ab dem nächsten Level, also ab Stufe 10, werde ich ja wieder mit meinem Hauptcharakter spielen und da habe ich einige MPs mehr zur Auswahl als hier. Muss ich mal gucken, wie der Bullet Drop ist. Oh wei. Eins. Zwei. Drei. Hier. Ach du Scheiße. 5. Noch 2. Dann hätten wir die letzte schon mal. Die letzte Herausforderung. Ich darf halt jetzt nicht die Waffe wechseln. Dabei wechsle ich das so gerne. Oh, schau mal einer an. Da würde ich ja zu gern auf vollautomatisch wechseln, aber das wäre hier ein Fehler. Das Magazin leer, wenn ich daneben schieße. Das sind 5 Stück. Nicht entdeckt werden, nicht entdeckt werden. Bitte nicht entdeckt werden. Legen wir uns mal dahin. So. Ja, komm, sag mal. Wo ist der andere? Der Commander? Da. Also, geht. Gut, okay, die letzte Herausforderung haben wir schon mal. Und wir haben auch noch mal ein Dreierkrüppchen getötet. Ohne nachzuladen. Nein, in weniger als 3 Sekunden. Haben wir hier auch noch irgendwelche MP? Ich glaube nicht. Oh, da liegt eine G36. Okay. Nochmal. 2x 3 Gegner und noch 30 Gegner ohne zu sterben. Da hätte ich echt gern so einen Zähler, der mir anzeigt, wie weit ich schon bin. Das wäre echt ganz nett. Aber man kann ja nicht alles haben. Ei, 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 wer kommt denn da? Ein verliebtes Sentinel-Paar.
Ja, sehr realistisch, dass der noch aus dem Auto springt, wenn er gerade einen Heady kassiert hat. Noch mehr? Tja. Also der Bullet-Tropf von der Vector ist echt... Beziehungsweise generell, ne? Also ich spiele halt normalerweise keine MP, sondern Sturmgewehre, die halt schon aufgrund ihrer Art eine höhere Reichweite haben. Aber bei Stufe 10, da suche ich mir auf jeden Fall die MP, eine MP aus mit einer hohen Reichweite. Wobei ich auch echt gerne P90 spielen würde. Ich habe die P90 hier in dem Spiel noch nie so wirklich gespielt. Ich habe mir immer nur, wenn ich den Flycatcher gelegt habe, habe ich mir halt mal kurz seine MP5 geschnappt und dann habe ich damit ein bisschen rumgeballert und dann wieder gewechselt auf meine. Sind wir schon? Ne, sind wir noch nicht. Da sind drei Gegner. Ich lade mal nach. Und dann schauen wir mal, ob wir hier die drei gelegt kriegen in 3 Sekunden. Beziehungsweise weniger als 3 Sekunden. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das Charlie-Team muss verstärkt. Kontakt! Jo, die Antwort ist ja. Und wir haben auch schon etwas mehr als die Hälfte von den 80. Das ist doch schön. Der Grind ist immer ein bisschen nervig, aber hey. Ich meine, das gehört dazu. Du darfst leben. Es sind allerdings die Gegner weg. Da hinten irgendwo schwirrt eine Wolf-Patrouille mit Flugdrohne rum. Suchen wir die doch mal. Ich könnte mich ja mal buffen zur Abwechslung. Mitten auf der Straße. Nix da, kein Kontakt. Oh, wobei, die Wolf-Patrouille ist vielleicht gar nicht so schlau, ne? Weil, da sind wir schon so weit, also ich schätze, wir haben mindestens 20 Gegner, haben wir schon. Ich hätte aber wirklich, wirklich, wirklich gern, würde ich die ausschalten. Habe ich vielleicht EMP-Granaten da? Ja, ich habe eine. Ich habe eine. Wie weit? Haha, weit genug. Zack, und da haben wir's. 3 Gegner in weniger als 30 Sekunden. Weniger als 3 Sekunden. So, jetzt fehlen nur noch die 30 Gegner ohne zu sterben. Die haben wir aber auch fast. Würde ich behaupten. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ach, stimmt, die anderen Gegner noch bei dem Maschinchen, zum Holzfäller-Maschinchen da. Da unten haben wir auch noch Gegner. Einfache. Ich meine, die Wolves, die sind von der KI her genauso dämlich wie die Sentinel, aber sie machen halt um einiges mehr Schaden. Und sie treffen besser. Sentinel sind halt eher so die Stormtrooper von Breakpoint. Bei mir ist alles sauber. Ja, hier ist auch alles sauber. Oh, und da haben wir die 30. Sehr nice! Jetzt müssen wir einfach nur noch 30 Kills farmen und dann war's das. Und ja, ich spiele auf Extrem, immer noch. Und dass ich ohne Hard spiele, das siehst du ja selbst. Wo ist der Commander? Hier ist sonst immer noch ein Commander rumgelaufen.
So einer mit Notausknopf auf dem Kopf. Weiß der Kuckuck. Nein, ach, wie ich das hasse, dass die Gegner, die können durch ihre toten Kameraden durchschießen. Aber ich kann nicht durch die toten Gegner durchschießen, bevor sie umgefallen sind. Oh, hoppala. Guten Tag. Oh wei, die Drohne. Das war die Drohne. Wir haben hier ein kleines, dezentes Problem. Oh, shit. Oh, was machst du denn da oben, Kamerad? Ah! Ah, komm. Egal. Gut, der haut ab. Dann nehmen wir uns mal dezent. Dezent. Ganz entspannt wieder. So. Oh, shit. Von wo? Irgendwo hinter den Tannen. Hinter den Tannen. Tannen. Sitzt der Wolf. Ja, aber es ging jetzt tatsächlich ziemlich schnell. Ich bin sehr überrascht. Sehr positiv überrascht. Ich meine, wir brauchen nur noch 25 Gegner und dann haben wir's. Das ist gar nichts. Und die Aufnahme läuft jetzt noch nicht mal seit 17 Minuten. 16,5 oder so. Grob. Ich habe damit gerechnet, dass das eine längere Angelegenheit hier wird. Aber ich bin froh, dass es nicht so ist. Denn die Stufenaufstiege ab Stufe 10 werden noch genug Zeit in Anspruch nehmen. Wow! Ein Headshot mit einer MP auf die Distanz. Wenn du schon nicht mehr mit den Mildots zielen kannst, ne? Da unten ist ein Grüppchen. Gib mir mal die Munition, bitte. Danke. Welche Gegnerarten haben eigentlich MPs dabei? Was? Das? Und da hinten dran direkt das nächste Grüppchen, noch 20 Gegner. Und dann ist der Grind vorbei. Beziehungsweise dann fängt er eigentlich erst an. Ich würde gerne nochmal ins Wolf-Lager. Weiß nicht warum, vielleicht bin ich masochistisch veranlagt oder so. Aber buffen würde ich mich vorher nochmal. Einfach. Also das sieht man jetzt bei mir hier nicht, denn ich habe ja kein HUD. Aber dadurch diese, wie heißt das Ding, Erste-Hilfe-Set, bekomme ich einen Lebensbalkenabschnitt mehr. Komme ich dazu. So wie der Sturmsoldat. Sturmsoldat bekommt übrigens keinen Lebensbalkenabschnitt dazu. Denn 4 ist das Maximum. Scharfschütze? Negativ. Ich höre hier noch Schritte. Ach da. Noch 15. Da könnte noch ein Scharfschütze drin sein. Ich sehe halt nichts. Wärmebild hilft mir auch nicht wirklich weiter. Habe ich einen Laser? Ja, aber keinen schönen Maul DA. Der Maul DA, der ist so gut, der ist einfach so sichtbar. Aber pling! Ich liebe es immer noch. Ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, dass ich das liebe. So, wie viele seid ihr? 3.
Guten Tag. Mist. Ich glaube, der hat schon gegessen. Was hat der denn für eine Reaktion, Alter? Der rennt ja schneller weg, als die Polizei erlaubt. Fehlbesuchung der Umgebung. Ja, empfiehl du mal. Ich hau mal rein. Sonst werde ich wieder genauso vom Gegner getötet, den ich nicht sehen kann wie eben. Irgendwo hinter der Tanne steht. Kann ich da hoch? Nee, schade. Ich habe ihn gekriegt. Nice, noch 10. Nur noch 10. Ich weiß, die Drohne wäre auch ein Gegner. Aber dass ich die jetzt treffe, ist relativ unwahrscheinlich. Vor allem verrät die dann meine Position und dann war es das wieder. Ach komm. Was soll's. Oder auch nicht. Ja, mein Schafi. Den Schafi. Und da hinten ist auch einer. Ich sehe ihn hier. Kann jetzt allerdings wenig dagegen tun. Wo ist die Drohne? Da. Da schwebt die rum. Okay, das war die Drohne. Da ist einer. Wow. Der Bullet Drop ist einfach unreal. Absolut. Zwei Salven, das war's, alles klar. So. Shit muss weg. Ich lad mal nach. Nur zur Sicherheit. Wie viel brauchen wir noch? 4. Oh. Das waren 2. Jetzt sind es nur noch 2, 1. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Ach Mann! Hätte ja klappen können. So ein Shit. Na komm, neu spawnen. Da sind wieder neue Gegner da. Dann machen wir den letzten Kill und dann war's das. In 23 Minuten. Nice. Ja, da war ich ein bisschen zu cocky. So, wie. Warum ist da hinten lila? Pink? Da? Texturfehler? Sowas hasse ich in Spielen allgemein, egal in welchem Spiel. Wenn ich hier gucke, da ist ein, Kisten. Da hinten dran könnte sich jemand verstecken. Wenn ich aber nicht reingezoomt bin, da sind, oder hier schon, man sieht schon hier, da sind die Kisten nicht da. Das hasse ich. Ah, ich mag sowas nicht. Aber egal bei welchem Spiel. Es gibt nur wenige Spiele, die das irgendwie gescheit hinkriegen. Denn ab irgendeiner Distanz müssen die Objekte ja ausgeblendet werden. So. Wen nehmen wir denn? Eigentlich ist es egal, aber ich will jetzt ungern, dass hier direkt die Kacke wieder am Dampfen ist. Da oben ist ein Auto. Ich höre es da. Da fährt's. Und das war's. Damit sind wir auf Level 10. Nice.